Gut, ihr lieben Melkerlein, ja, ein neuer Tag, ein neues Glück. Was gibt's Neues? Die Kettenteile sind noch nicht alle gedruckt, zeige ich euch gleich nochmal. Morgen gibt es einen Livestream. Das heißt, morgen Abend, ich schätze mal so um 8, 9 Uhr irgendwas in der Richtung, wird es einen Livestream geben. Da werden wir nochmal in dem Knöllchen hier weiter basteln, da werde ich nochmal ein paar Kabel krimpen, nochmal ein bisschen mit euch dumm labern und vielleicht mich ein bisschen mit euch drüber unterhalten. What's good, what's bad, entsprechend in den letzten Tagen alles passiert ist, oder was man entsprechend hier noch so alles gut und schlecht machen kann. Vielleicht kriegen wir es auch hin, ich hoffe es mal, dass wir die Elektronik endlich verkabelt bekommen, alles drum und dran, vielleicht bis aufs Heizbett, weil Heizbett will ich erstmal noch ein bisschen mit einem Elektriker sprechen, da traue ich mich noch nicht so ganz ran. Nein, Quatsch, Spaß beiseite, also das werde ich schon irgendwie angeklemmt bekommen. Aber ich möchte mal einen abschließenden Blick von jemand Zweites drauf werfen lassen, damit das Ganze auch wirklich, naja, hundertprozentig sicher ist und ich da nicht irgendwie was in die Luft jage oder irgendwas anfängt zu brennen. Muss ja nicht sein, dafür steckt viel zu viel Arbeit in einem guten Stück drin, dass das direkt kaputt gehen soll. Nein, soll nicht passieren. Genau, dementsprechend morgen nochmal ein Stream. Wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren, dem Video bitte auch einen Daumen nach oben geben, hilft mir ungemein weiter. Stimmt, morgen im Stream werde ich dann auch die Gewinner von dem Ingraion-Filament. Wenn ihr noch nicht mitgemacht habt und das Video einfach als Kommentar schreiben, warum würdet ihr gerne das Filament haben und den Kanal abonnieren. Genau, sowas. Ja, was ist seitdem passiert? Ich habe seit dem letzten Mal, what did happen the last time? Ich habe nochmal die Teile hier gedruckt. Da hat ja einer zumindest mal gefehlt, hier oben drauf, den werden wir gleich montieren. Ich habe auch ein wenig an den Kabelketten weitergedruckt. Ihr seht die großen Teile hier, die sind fertig. Da ist nicht ganz schön. Werde ich nochmal, wenn das Ding fertig ist, nochmal neu drucken. Ist mir jetzt so ein Stück von der Buildtech abgeraucht. Das heißt, da ist jetzt ein schönes Loch in der Buildtech drin. Deswegen wird das Ding nur temporär reinwandern. Und dann werde ich gucken, dass ich das Ganze auf dem Zero, sage ich, auf dem 2.2 drucke. Und ja. Aber was man schon mal sehen kann, das funktioniert schon mal ganz gut. Das ist recht flüssig. Das macht Spaß. Genau. Vielleicht werde ich aber auch gar keine neue Kabelkette drucken, sondern werde direkt eine bei Egos bestellen. Mal gucken, je nachdem wie lustig ich bin, wie teuer das Ding ist. Das ist halt die Premium-Variante, aber das ist ja auch ein Premium-Drucker, ne? Und trotzdem ist er noch günstiger als der Ultimaker und hat trotzdem ein größeres Druckvolumen und wird wahrscheinlich trotzdem genauso lange halten wie der. Genau. Fangen wir mal an zu schrauben. Welchen Schlüssel brauche ich dafür? Den hier. Ja. So. Ansonsten hoffe ich, geht es euch gut. Und ihr habt ein wenig dieses Corona-Homeoffice-Zeugs entsprechend überstanden. Oder seid da noch fleißig entsprechend am Überstehen. So wollte ich sagen, dass es euch gut geht zu Hause. Und dass ihr da gut durch die Krise kommt. Bei uns hier, ja, es könnte besser laufen, es könnte aber auch schlechter laufen. Von daher, alles gut. Genau, so, das Teil haben wir verbaut. Richtig. Ist das jetzt richtig rum? Also mal, ja, ja doch. Hier kommt nämlich entsprechend die Kabelkette später dran. Nicht die jetzt unbedingt, aber so ein Teil. Das würde ich mal behaupten, dass das so irgendwie drankommt. So, ne, aber genauer gesagt, so ein Teil hier kommt dann da so irgendwie dran. Sowas, glaube ich, oder so rum, kommt dann da dran und dann kann das Ding mitfahren und ist schön montiert. Genau. So, nochmal eins und noch eine Drehung, das ist noch ein bisschen zu locker. Ja, nach fest kommt Ratsch und ab. Genau. Da geht nirgendwo mehr was hin. Super. Das freut mich. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Es ist heute wirklich auf dem Samstag nur ein kurzes Update. Und zwar habe ich ja in einem letzten Video schon gesagt gehabt, dass ich das Spiel Siedler von Catan in 3D drucke. Nicht, weil ich jetzt mir das Geld sparen möchte. Nein, um Gottes Willen. Wir haben das Standardspiel, die Big Box, so ziemlich jede Erweiterung, die es gibt. Wir spielen das schon recht oft, ja? Wir haben es auch gekauft, aber ich dachte mir so als 3D-Projekt ist das auch mal was ganz Cooles. Ich pack das mal zur Seite
Und wir wollen auch mal gerne ein bisschen was Neues haben oder vielleicht das Spiel, was wir haben, ergänzen. Durch irgendwelche neuen Figuren. Ja, dass die Figuren mal ein bisschen anders aussehen oder so in Richtung, die Häuser mal ein bisschen anders aussehen. Und ich habe mir jetzt gedacht gehabt, die Teile kennt ihr ja schon, die habe ich ja beim letzten Mal schon gezeigt. Aber was jetzt noch dazugekommen ist, sind diese Kacheln hier. Ich finde, die sehen Hammer aus. Ich finde, die sehen echt Hammer aus. Ist zwar eigentlich nicht dafür gedacht, das Resin. Also ich habe es auf einen Resin-Drucker gedruckt, klar, sonst würden die Dinger da auch nicht so schön klein aussehen. Ich mache euch nachher auch nochmal, bevor ich das Video ausschalte entsprechend und bevor ich ins wohlverdiente Wochenende gehe, eine Aufnahme von denen hier in nah. Stopp, da muss ein bisschen was jetzt, sonst ist es nicht fürs Auge. Na gut, es passt sowieso nicht so richtig hundertprozentig von den Wellen her. Aber gut. So war es doch schöner. Machen wir nochmal so. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, dass die Wellen alle in eine Richtung fließen, aber das kriege ich gerade irgendwie nicht hin, weil ich ein bisschen... So. So fließen sie alle darüber zur Kamera oder zu mir halt ansprechen. Super. Gut. Aber das ist mit dem Ethan Tough Resin in blau gedruckt. Das kennt ihr ja schon aus dem Video. Ich glaube, hier oben ist der Banner dann immer entsprechend, wenn ich das einblende, mit dem ich meinen Schlüsselbund neu gemacht habe. Und mit dem habe ich auch die Häuser gedruckt. Das war halt gerade auf dem Drucker drauf. Und ich habe gedacht, ja komm, du brauchst eh blaue Figuren. Machst du mal. Und dann habe ich noch einen Schritt weiter gedacht und gedacht, hey, du brauchst auch Wasser. Und das nicht zu knapp. Und deswegen drucke ich jetzt seit Tagen. Also ich kriege so 2 Stück pro Tag raus. Ganz einfach auch, weil ich den Drucker hinten in einem stillen Kämmerlein habe und den immer wieder vergesse und vernachlässige. Schande über mein Haupt, ja. Aber ich muss sagen, die sind echt geil rausgekommen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass die so ein bisschen Low-Poly sind, weil die so eine Low-Poly-Optik haben, aber die Cheeto-Box rendert das richtig gut raus, finde ich. Gut, hier sind noch so vom Handtuch, wo ich es abgetrocknet habe, nach dem Isopropanolbad sind noch so ein paar Fussel drauf, die kriegt man aber auch noch abgewaschen. Das sieht richtig geil aus, finde ich. Das sieht richtig geil aus. Vor allen Dingen auch gefällt mir, dass es so einen leicht transparenten Look hat und dass dann so eine Tiefe gibt. Ich finde, es passt zu Wasser einfach. Ja? Ich werde nochmal ein paar Teile in Rot drucken. Ich habe noch schwarzes Resin drüben von Form Futura. Das werde ich auch nochmal testen und euch dann quasi Feedback dazu geben. Und dann werden die Figuren handbemalt und die Landschaften handbemalt. Und dann hat man hier quasi so sein großes Siedler von Kantat-Spiel. Und ich freue mich echt schon drauf, mal eine Runde damit zu zocken. Freue ich mich echt schon drauf. Ich bin schon gespannt, wenn wir das Ding auspacken, wie das denn wird. Und in diesem Sinne, das ist glaube ich ein bisschen zu klein jetzt, aber ja. So passt es ganz gut. Genau. In diesem Sinne gibt es abschließend noch mal ein paar Nahaufnahmen von diesen Wasserkacheln hier entsprechend. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Happy Printing. Dunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high. Floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip.